take a trip to my Du willst einfach mal krasse Packs ziehen oder dir ein geiles Team bauen? Dann check jetzt in der Beschreibung unseren Sponsor iGFold ab und mit dem Code ARCHI8 gibt's nochmal 8% Rabatt und Bonuscoins über die Weihnachtszeit. Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ARCHI Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere tägliche Footmas SPC, die anderen beiden findet ihr ja schon auf unserem Kanal. Und wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da, gerne auch einen Daumen hoch da lassen und ja, das Video auf jeden Fall teilen, denn es sind nur 24 Stunden verfügbar, diese SPC. Ebenfalls die hier, jetzt nur noch 17, die findet ihr auch auf unserem Kanal. Daniele, Rugani, Draxler und Mkhitaryan blende ich euch oben rechts jetzt mal ein. Checkt das auf jeden Fall ab, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, heute, wie gesagt, die tägliche Footmas SPC Nummer 3, Tag 3. Jumbo Gold Set bekommen wir hierfür. Am Ende des Videos haue ich euch auch noch die Squad Battle Rewards raus. Also seid auf jeden Fall gespannt, mehr Packs also am Ende. Bleibt aber jetzt erstmal dran und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein, schauen uns an, was wir denn überhaupt hier ja, für einsetzen müssen, für das Jumbo Gold Set. Und wir sehen erstmal Spieler aus derselben Liga, maximal 6, Spieler mit derselben Nationalität, maximal 4, Gold mindestens 4, Teamchemie 100, also da muss man auf jeden Fall drauf achten. Anzahl Spieler im Team logischerweise 11. Interessant auf jeden Fall, dass man hier nur 4 Goldspieler mindestens einsetzen muss. Also es wird auch wieder eine ganz billige Geschichte. Wer jetzt hier die Bronze-Pack-Methode benutzt, der ist auf jeden Fall im Vorteil. Also man braucht nur 4 Goldspieler. Der Rest kann Bronze sein, Silber, wie auch immer, wie ihr möchtet, was ihr im Verein habt. Und ja, also mein Vorschlag wäre, da wir halt Spieler aus derselben Liga nur maximal 6 benutzen können, und Spieler mit derselben Nationalität, maximal 4. Ihr geht einfach in der Def und in der Torwartposition mit einer Liga. Und dann geht ihr so, wie gestern auch im Video gesagt, mit Mittelfeld und Sturm in eine Liga. Habt also insgesamt 2 Ligen. Und ja, schaut einfach, dass ihr so viele grüne Links wie möglich habt. Ja, und ich würde sagen, ich mache das jetzt live. Wir machen das quasi zusammen. Ihr könnt das jetzt auch gern parallel machen. Ist mir eigentlich egal. Oder ihr stoppt, je nachdem, wie ihr es machen wollt. Gehen wir also direkt mal rein, Torwartposition. Hier habe ich schon ein bisschen was eingestellt. Wir gehen hinten in die Ligue 1 und dann sind wir hier auf Aufsteigend gegangen. Haben hier also erstmal die Untradables, Silberspieler und dann nehmen wir einfach den Goldspieler nach vor. Franzose und dann gehen wir hier mit weiteren Goldspielern und zwar hier mit den beiden Brasilianern, Jamerson und Marcelo. Packen wir die in die Innenverteidigung. In die Rechtsverteidigerposition weiter Brasilianer Rafael. Sieht auch nice aus, passt perfekt. Alle schon mal 10 Chemie. Wie gesagt, sind alles jetzt hier erstmal Erstbesitzer, aber dazu gleich mehr. Linksverteidiger benutzen wir Buka Muto, den haben wir im Verein. Erstbesitzer passt also auch perfekt. Und dann gehen wir ins Mittelfeld. Und da können wir uns jetzt, weil wir jetzt schon die 4 Goldspieler abgedeckt haben, wie gesagt, gerne auch Bronze benutzen. Ihr könnt in irgendeine Liga gehen, französische zweite Liga, in die italienische zweite, das ist komplett egal. Wir könnten jetzt zum Beispiel echt mal in die italienische zweite gehen und mal gucken, was wir da haben. Nicht viele, aber ich glaube, das würde sogar reichen an Bronzespielern. Ich zeige euch gleich nochmal die Namen. Ihr seht, ich habe ganz viele Bronzespieler. Und ja, ihr sucht euch einfach eine Liga raus, wo ihr am meisten Bronzespieler habt. Geht mit der gleichen Liga und der gleichen Nation. 4-mal insgesamt, weil Spieler mit derselben Nationalität nochmal maximal 4. Und jetzt müssen wir einfach hier die Liga gleich behalten, aber halt keine Italiener mehr nehmen im Sturm. Zum Beispiel hier Diaf und diesen Frick. Ja, und ja, wir brauchen ja auch keine Bewertung. Die Bewertung ist auch nicht angegeben. Also eine ganz einfache Geschichte. Ich denke mal, das sollte jeder hinbekommen. Keine schwierige Geschichte. Und jetzt gehe ich euch nochmal kurz hier mit den Namen mit euch durch, falls ihr es genauso nachkaufen wollt. Ihr seht schon hier, ein Erstbesitzer ist zum Beispiel nicht am Start, der für 350 irgendwann mal gekauft. Erstbesitzer dann Rafael, Marcelo Erstbesitzer, Jamerson, Buka Mutu, alles klar, Erstbesitzer. Giorgino Erstbesitzer, Corapi Erstbesitzer und so weiter und so fort. Ihr seht die Namen, Frick, Dia und... Ja, da wären wir schon wieder am Ende. Ja, und wie gesagt, keine Bewertung. Also ihr braucht hier keinen 80er Goldspieler, ihr braucht hier keinen 79er Goldspieler, hier auch keinen 79er. Da könnt ihr 75er reinstellen, wenn ihr Lust habt. Also da braucht ihr auf jeden Fall nicht drauf achten. Ihr müsst auch nicht prinzipiell die gleichen Goldspieler nehmen. Geht einfach das Prinzip. Wie gesagt, die SPC haben immer gewisse Schlüssel.
geht einfach das Prinzip nach, dass ihr in der Verteidigung mit einer Liga geht und im Tor und schaut, dass ihr das mit den Nationalitäten hinbekommt und dann im Mittelfeld und im Sturm. Und dann wird es eine ganz einfache Geschichte. Ein Jumbo Gold Set bekomme, wie gesagt. Ich hoffe, diesmal Peklak ist diese Woche am Start. Beziehungsweise jetzt in dieser SPC. Die letzten beiden Tage waren ja nicht so krass. 84er bei der ersten Tages-SPC. Und dann holen wir uns jetzt noch die Squad Battle Rewards. Die sind sogar schon da. Holen wir uns die ab. Und da haben wir diese Woche Gold 1 nur erreicht. Okay, kein Elite. Ich glaube, nur ein paar Punkte hatten, haben uns dazu gefehlt. Schade. Aber wie gesagt, wir hatten keinen Fokus auf Squad Battles gelegt. Wir wollten mehr Fokus auf die Weekend League legen. Und insofern. Aber wir gucken, was in den Packs drin ist. Da kann ja trotzdem CR7 und so. Oh, das sieht natürlich nice aus. Hier die. Das Pack-Design finde ich nice. Mit dem roten Jumbo Gold Set. Und wir haben noch das Set hier hinten vom Vorbestellerbonus. Damit fangen wir jetzt einfach direkt mal an. Und wir ziehen. Kein Schlitz. Schon mal kein Schlitz. EA will es einfach nicht, dass wir einen Peklak heute haben, anscheinend. Wieder Hashtag Peklak in die Kommentare, ihr wisst Bescheid. Dahut, nicht schlecht. Wieder gut, Spieler zum und Verbrauchsobjekte. Fitnesskarte. Nicht schlecht, Maestro. Wenn das ein Hunter gewesen wäre, wäre natürlich noch besser. Das Rico sieht gar nicht so schlecht aus. Das kamen wir trotzdem. Philipp noch als Duplikat. Und dann geht es in die weiteren Packs. Also so ein kleines Pack-Opening quasi heute am Start. Und dann gehen wir. Ja, Jumbo Gold Set einfach. Komm schon. Gehen wir einfach jetzt in der Reihenfolge lang. Wieder nichts drin. Und nicht mal seltener. Alles klar. Dankeschön, yay. Danke für gar nichts. Tusky, Fernando, ja. Ashley Young. Schade, dass der nicht mehr in Form ist. Die Mitarbeiter brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Nehmen die Münzen da gerne mit. Und dann geht's weiter ins nächste Pack. Wir wollen das Video jetzt auch nicht so krass in die Länge ziehen. Premium Goldspieler Set. Komm schon, EA. Es ist momentan nichts außer das Team of the Weekend Set. Und wir bekommen den Schlitz. Komm schon. Komm schon, bitte. Oh, Spanien. Oh, Scheiße, es ging zu schnell. Leute, ich dachte kurz, Tichea, einen kurzen kleinen Moment. Das wäre richtig gut gewesen. Den haben wir in unserem Team drin. Hätten wir super ersetzen können. Beziehungsweise dann verkaufen können. Weigel nicht schlecht. Hm, ja. Nehmen wir alles mal mit. 83er Garcias, nicht schlecht. Sagt mir auf jeden Fall, was ihr in euren Packs zieht. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und dann haben wir jetzt noch zwei Jumbo Primo Gold Sets. Let's go. Ja, weiter geht's. Wieder mit dem Schlitz. Jawohl. Geht doch, EA. Es geht doch. Drei seltene. Und es wird Frankreich ZTM. Oh. Frankreich ZTM, ne? Man könnte ja an Kanté denken, aber nein. Schneider, ne? Alles klar. Ah, es geht aber zu schnell bei den 83ern. Alles klar, guck dir den Kopf an. Schade. Zwei Powerhouse, okay, hatte ich auch noch nie. Jetzt haben wir die gleichen. Ein Goldset, nicht schlecht. Ein Goldset ist nice. Hoffentlich was Gutes drin. Und Schneiderlin, 82er. Szczęsny noch und Schürrle. Okay, geht schlechter, so ein Pack auf jeden Fall. Geht schlechter. Goldset machen wir auf, haben wir eben bekommen. Und. Nein. Ah, vom Goldset kann man auch nicht so viel erwarten, ganz ehrlich. Wenn da ein Schlitz kommt, ist man schon sehr im Glück. Das stoßen wir hier wieder ab. Das ebenfalls. Und einen silbernen aus der EFL Championship. Den schaue ich mal nach. Boah. 2000 Münzen. Können wir nachher auf jeden Fall mal anbieten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und jetzt das Jumbo Primo Gold Set, das letzte. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch da lassen. Ja, mit euren Freunden teilen. Und wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da. Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann seid ihr auch nächste SPC wieder dabei. Morgen geht's weiter mit den drei Spielern SPCs. Und ja, mit der täglichen Footmiss SPC. Wie gesagt, jeden Tag bis Weihnachten jetzt am Start. Und letztes Set, let's go. Komm schon, yay. Nö, einfach mal dünnes Pack. Alles klar. Das kann nicht wahr sein. Prödel.
grinst uns an. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Prödel, Ut, Insua. Ja, wenigstens eine Teamwindskarte. Schade. Ich hoffe, ihr habt mehr Packluck. Und ja. Dann sehen wir uns morgen hoffentlich wieder. Wenn ihr neu seid, wie gesagt, ein Abo dalassen. Kommentieren nicht vergessen, schön aktiv sein. Und dann, ja, würde ich sagen, 50 Likes wäre nice, wenn wir es schaffen würden. Also zerstört den Like-Button. Ich bin raus, euer Flo von Archie Gaming. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.